Welcome, Additive News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Im Moment kommt ja keiner von uns um das Thema Chemnitz herum. Die ja, schrecklichen Taten, die schreckliche Straftat, die dort passiert ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das, was jetzt an Demonstrationen, Kundgebungen danach ja, zutage getreten ist. Die Politik vertritt hier Auffassungen, die Presse vertritt Auffassungen, aber was ist die Wahrheit? Und dieses Thema hat mich insbesondere im Hinblick auf das Thema Hetzjagden sehr beschäftigt. Und jetzt als der ja, Präsident des Verfassungsschutzes Maaßen sich geäußert hat, habe ich mir dieses Video nochmal in Ruhe angesehen. Aber schauen wir es uns einfach nochmal kurz gemeinsam an. Zu sehen ist, wie sich verschiedene Leute auf andere Leute hinbewegen. Wir sehen nicht, warum die Situation so eskaliert. Wir sehen auch nicht, was danach passiert ist. Wir sehen eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts. Nur eine Situation, dass sich ja, Deutsche oder Demonstranten auf Ausländer zu bewegen und ein paar unschöne Beleidigungen geworfen werden. Die SPD macht jetzt daraus, weil Maaßen sagt, es gab keine Hetzjagden und die Authentizität des Videos sei nicht verifiziert, ja, die Behauptung, dass das ja ein ganz schwerwiegender Verstoß wäre. Ich muss sagen, ich muss Herrn Maaßen recht geben. Meine Erkenntnisse, was meine Augen sehen, ja, auf die zwei kommt es an, sind im Einklang zu dem, was hier publiziert wird. Ich sehe nur, wenn überhaupt, eine Straftat zu Lasten von ausländischen Mitbürgern. Ich sehe keine zielgerichteten Hetzjagden, bis jemand fertig ist. Aber mir geht es auch gar nicht um den Wortlaut, sondern eigentlich um das Hauptthema der Medienmanipulation. Deshalb braucht man unabhängige Presse, auch Active News. Denn das Video zeigt nicht den Anfang. Und das ZDF, das sich ja aufgemacht hat, die Situation aufzuklären und die Betroffenen zu finden, im Übrigen nicht die Täter zu finden, lustigerweise, ja, lässt ja dann die zwei zu Wort kommen, die sagen, sie hätten den Aufmarsch gefilmt und dabei sei es dann zu einem Gerangel gekommen. Handy sei kaputt gewesen, man hätte dann selber versucht, die Täter ja, anzusprechen, warum denn das hätte sein müssen. Und da ändert sich die ganze Situation, über die aber letztlich keiner aus der Politik mit uns sprechen möchte, nämlich von einer normalen Straftat hin weg von einer rechtsextremen Hetzjagd. Keiner möchte das, was in Chemnitz passiert, schönreden. Und dass es sicherlich auch fremdenfeindliche Parolen gibt und vielleicht auch Angriffe und Straftaten. Das werde ich definitiv nicht negieren. Aber die Behauptung der Hetzjagd ist definitiv falsch. Und deshalb hat Herr Maaßen aus meiner Sicht als einziger seinen Job ernst genommen und er hat unsere Verfassung geschützt. Wie bereits mehrfach gesagt, das alles heißt nicht, dass es nicht zu Straftaten oder unangenehmem Verhalten kam. Aber es heißt definitiv, dass man nicht einfach aus einem Video ohne die gesamte Geschichte das machen kann, was man politisch gerade am besten benötigt. Eure Meinung wird mich sehr interessieren. Ich freue mich auf eure Kommentare unten und natürlich auf eure Likes. Und wir sehen uns im nächsten Video. Servus.